Hi Leute, hier ist der Juri285 und heute gibt es mal wieder ein Modellauto auf meinem Kanal, nämlich den Ferrari GTO von 1984 von Burago im 1:24 Maßstab. Der ist noch original verpackt, der liegt seit gut 20 Jahren im Schrank. Und ja, ich wollte euch ganz einfach mal hier die Details zeigen. Der ist nämlich seit 20 Jahren weitestgehend unverändert oder komplett unverändert. Der wird immer noch so verkauft, wenn mich nicht alles täuscht. Hier mal eben kurz die Verpackung, die ist natürlich unspektakulär in dieser ganz normalen Burago-Serie. Hier oben sehen wir noch, dass das ein Very Important Product ist, ein sehr wichtiges Produkt. Aber wie gesagt, diese Autos, die werden bis heute relativ unverändert so hergestellt. Glaube ich zumindest, dass das auch bei diesem 84er GTO der Fall ist. Und ich zeige den euch jetzt ganz einfach mal. Der ist, glaube ich, wirklich noch nie aus dieser Packung hier befreit worden, damit das hier nicht so blöde spiegelt. So sieht das gute Stück aus. Ich zeige euch den gleich natürlich auch noch von unten, wenn ich den von der Platte gelöst habe. Hier das Etikett Ferrari GTO 1984. Ja, und so sieht das aus. Da könnt ihr euch einen kurzen Eindruck vom Detailgrad hier machen. Ich öffne natürlich gleich auch noch Türen, Motorhaube und alles, was sich öffnen lässt. Hier vorne seht ihr mal die Scheinwerfer, das Ferrari-Emblem, der Kühlergrill. Das sind natürlich alles separate Teile. Das ist nicht irgendwie nur angedeutet, hier auflackiert. Die Scheinwerfer, die sind nur angedeutet. Die sind ja auch eingeklappt. Die üblichen Burago-Ferrari-Felgen. Beziehungsweise wurden die bei vielen Modellen von Burago, glaube ich, verwendet. Nicht nur bei den Ferrari-Modellen. Hier zeige ich euch mal gerade einen Einblick in den Innenraum. Da sehen wir auch, das meiste ist nur angedeutet. Außer das Armaturenbrett, das Tachometer und einige andere Instrumente, die sind da mit einer kleinen Aufkleberfolie realisiert. Unten haben wir Pedale auch. Und das Lenkrad steht falsch rum, komischerweise. Helles Interieur und grauer Fußraum. Und wir sehen ja hier einige Probleme bei der Lackierung, aber das ist normal. Sobald das in den Innenraum geht, sind die relativ unsauber lackiert. Das sieht man auch, wenn man die dann mal auseinander nimmt, wenn man die mal zerlegt. Hier sehen wir die Rückseite, auch hier das GTO-Ferrari-Zeichen, sehen wir separates Teil. Kennzeichen aufgeklebt und vier Endrohre unten auch separate Teile, genauso wie die roten Scheinwerfer. Dann haben wir hier hinten natürlich die Motorhaube. Die ist hier oben an diesem GTO-üblichen Haken befestigt. Hier komme ich gar nicht dran, klappe ich mal eben auf den Kopf hier. Und das sieht da drin folgendermaßen aus. Auch ganz schön designt, beziehungsweise ja, standardmäßig designt für diese 1:24 Serie von Burago. Hier könnt ihr euch auch eben einen kurzen Eindruck darüber verschaffen. Diese Haken, die sitzen hier, seht ihr, mit einem ganz dünnen Plastik drin. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Gerade wenn das Modell schon ein paar Jahrzehnte alt ist, wie dieses hier, dann wird das Plastik auch mal irgendwann spröde. Besonders beim Zerlegen, wenn man die Fahrzeuge ein bisschen modden möchte, ein bisschen verändern und lackieren möchte. Besonders bei den Felgen ist da Vorsicht geboten, aber das wisst ihr wahrscheinlich selber. Schauen wir uns noch eben den Kofferraum an, der natürlich hier vorne liegt, beziehungsweise den Raum für das Ersatzrad. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Hier sehen wir wieder Schwächen bei der Lackierung, sobald es an Stellen geht, die nicht mehr komplett sichtbar sind. Das hier sind kleine Aufkleber, da muss man auch vorsichtig sein. Die können auch porös sein nach einigen Jahrzehnten. Das sieht man hier vorne, glaube ich, auch schon ein bisschen, ja. Das ist nicht mehr ganz so schön. Der löst sich, glaube ich, schon ein bisschen in seine Bestandteile auf. Zeige ich euch noch kurz die Beifahrerseite und die Scheibenwischer hier vorne. Das sind separat angebrachte kleine Kunststoffteilchen hier. Die sind nicht nur irgendwie auf der Scheibe angedeutet, wie das ja auch bei vielen Modellen der Fall ist. Hier noch den im Beifahrerraum, die Mittelkonsole und da unten sehen wir wieder kleine Schwächen an der Türschwelle bei der Lackierung. Ich werde den jetzt mal eben von der Halteplatte befreien hier und dann zeige ich euch den gleich von unten. Bis gleich. Und da sehen wir, hier haben wir die Auspuffanlage ganz schön designt. Das ist also nicht komplett verschlossen mit einer simplen Plastikplatte hier unten. Das ist ganz schön gemacht. Und ja, hier sehen wir nochmal Ferrari GTO 1984 und die Modellnummer. Nein, die Modellnummer sehen wir nicht, aber made in Italy natürlich. Die generelle Verarbeitung, da kann man eigentlich wirklich nicht meckern, wenn man sich hier mal zum Beispiel die Spaltmaße anguckt. Ja, das ist gerade für diese etwas günstigere 1:24 Serie ist das mehr als akzeptabel. Da gibt es hier unten vielleicht kleinere Mängel hier, aber das kann man nicht wirklich als Mängel betrachten. Das Ganze macht einen wirklich schönen Eindruck, wenn man da so drüber guckt und wirkt keinesfalls billig. Ich habe hier noch ein paar weitere GTO-Modelle in meiner Sammlung, die möchte ich euch auch kurz nicht vorenthalten. Das hier ist eigentlich der gleiche in Schwarz. Ich weiß nicht, ob der mal überlackiert wurde von Hand. Das sieht mir eigentlich fast so aus. Da fehlen auch ein paar Teile. Den habe ich auch zum Teil als Ersatzteillager benutzt, muss ich zugeben. Die Scheibe hier, die ist auch nicht mehr ganz so schön. Die ist ein bisschen warm geworden mal irgendwann. Da wurde mal irgendwas dran fälschlicherweise repariert mit dem falschen Werkzeug offensichtlich. Dann habe ich hier eine schöne Sonderedition. Die besitze ich auch schon sehr, sehr lange. Von der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien 1990. Da war ich noch ein ganz kurzer Furz. Und das Auto, das besitze ich aber schon so lange. Und entsprechend sieht das auch aus. Könnt ihr sehen, das wurde früher gut bespielt. Kann ich mich gut daran erinnern. Und ja, auf jeden Fall ist das auch ein schöner GTO. Allerdings, nein, doch, der ist auch von Burago. Ist allerdings ein bisschen anders designt, könnt ihr sehen. Der hat andere Felgen als die klassischen Burago-Felgen. Der stammt aus einer günstigeren Serie. Diese Felgen hier, die wurden oft in den günstigen Serien von Burago angeboten.
angewendet. Das sind hier Hartplastikräder. Da hat man ja bei den anderen hier hat man noch Gummiräder. Das gibt es hier in dieser Günstigserie nicht. Das sind Hartplastikräder. Aber ansonsten ähnelt der sich weitestgehend. Hat auch keine Scheibenwischer, könnt ihr sehen. Und die Motorhaube und der Kofferraum hier vorne lassen sich nicht öffnen. Nur die Türen, die lassen sich öffnen. Dann habe ich hier hinten nochmal den gleichen GTO wie den roten und den schwarzen. Allerdings habe ich den hier ein bisschen selber gemoddet. Könnt ihr schon sehen, den habe ich silber lackiert und habe die Felgen in einem schönen Anthrazit schwarz gemacht. Das war ein bisschen kompliziert, die zu lackieren, da die Farbe darauf nur sehr, sehr schwerlich deckt. Da fliegt noch irgendwas drin rum. Ich glaube, ein Schalthebel oder irgendein anderes Teil. Nein, ein Endrohr, ein Auspuffendrohr, fliegt da im Beifahrerfußraum noch rum. Das muss ich nochmal ankleben bei Gelegenheit. Muss ich jetzt auch aufpassen, dass mir das nicht rausfällt hier. Aber wollte ich euch nur mal kurz zeigen, wie ich mir den hier zurecht gemacht habe. Und da brauchte ich auch hier hinten das GTO-Schild, was an dem schwarzen fehlt. Der war nämlich mein Ersatzteillager. So, und dann habe ich hier nochmal einen schwarzen GTO mit einer 86 Beklebung. Das ist mein Baujahr, mein Geburtsjahr. Deshalb war das ganz passend. Deshalb habe ich mir den mal irgendwo besorgt. Auch den habe ich zum Teil als Ersatzteillager genommen. Könnt ihr hier hinten sehen. Da fehlt wieder das GTO-Zeichen. Hat auch helles Interieur. Und ja, auf jeden Fall finde ich diese Autos ganz cool. Besonders hier mit dieser Sternbeklebung und der Startnummer. Das waren also meine 5 GTOs. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich denke, ihr habt euch einen kleinen Eindruck davon verschaffen können jetzt. Und wenn ihr mehr Modellauto-Videos sehen wollt, mehr Reviews oder mal einen Blick in meine Sammlung werfen wollt, dann empfehle ich euch mal einen Blick auf meinen Kanal oder auch ein Abo natürlich von meinem Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich stelle immer mal ein Auto vor von Zeit zu Zeit aus meiner Sammlung. Ja, und würde mich freuen, wenn er da mal reinschaut. Ich bin jetzt raus. Das war der Ferrari GTO von 1984 von Burago im 1:24 Maßstab. Tschüss vom Yogi285. Macht's gut. Ciao, ciao.